Auch Textfragmente im Zusammenhang mit dem Buddhismus werden ausgestellt. Diese hier, oder dieses hier stammt aus der westlichen Xia-Dynastie, also von den Tanguten. Links davon und rechts davon ist noch ein weiteres. Das hier ist gleich ein ganzes kleines Büchlein in Schmetterlingsbindung. Und zwar ist der Text, der drin steht, das Lotus-Sutra. Ich werde mal kurz nach links gehen, da haben wir noch ein größeres Stück. Stammt auch natürlich von der westlichen Xia-Dynastie, denn wie man sieht, erkennt man nichts von dem, was da steht. Und da steht auf dem Schildchen darunter, dass das der Text ist, in dem Buddha erzählt, wie der Bodhisattva Maitreya, also der zukünftige Buddha, in den Tushita-Himmel aufsteigt. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Wie gesagt, ich kann es schlicht und ergreifend nicht lesen. Hier ein weiteres Schriftstück, diesmal aus der Yuan-Zeit. Leider mit böser Reflexion, weil es nochmal extra in einem Kasten drin ist. Es handelt sich dabei um eine gedruckte Ausgabe eines Sutra oder eines Sutrentextes und scheint die erste Seite zu sein, denn man sieht ja zur rechten den regulären Text und zur linken eingerahmt von so Blättern und Blüten oben und unten sieht man noch so eine Kartusche. Da steht drin, wann das geschrieben wurde und wer es geschrieben hat. Stammt aus der Yenyo-Periode. In der Yuan-Zeit gewann der tibetische Buddhismus, also der esoterische Buddhismus oder tantrische Buddhismus, an Bedeutung und an Einfluss. Und entsprechend wurden viele Kultobjekte, die aus dieser Strömung des Buddhismus stammen, auch in China hergestellt und fanden dort Verbreitung. Ein wichtiges dieser Objekte ist das Vajra. Wir haben hier ein, ich würde mal sagen, mittelgroßes, wenn man es im Vergleich zu den anderen beiden sieht. Ist ungefähr 8 cm lang oder 10, würde ich schätzen, wenn ich es mir so anschaue. Und das ist sechsstrahlig. Diese Vajra können verschiedene Anzahlen von Strahlen haben. An den beiden Enden. Die eine Hälfte ist beschädigt, die andere Hälfte ist nicht beschädigt. Habe ich gerade gesagt, dass es 6 sind, das sind natürlich 8, Entschuldigung. Zählen habe ich es nicht so. Das Vajra hatte ich schon einmal erwähnt bei einer Darstellung des Parinirvana, und zwar im Shanxi Shengyi Shu Bowen. Und zwar lag da der eine Begleiter des Buddha, der Vajrapani, der Vajra-Träger, vor der Darstellung des verstorbenen Buddha. Und ihm war das Vajra aus der Hand geglitten. Und das Vajra ist ja sozusagen eine Keule oder ein Donnerkeil. Und der Vajrapani hat es eingesetzt, um dem Buddha zu helfen, wenn seine Worte alleine nicht ausreichten. Also der ist schon auch etwas handgreiflich geworden, dieser Vajrapani. Ich sagte gerade mittelgroß, es gibt noch zwei weitere Vajra, beziehungsweise drei weitere Vajra. Dieses kleine hier zum Beispiel, oder diese beiden kleinen, die haben jeweils eine Größe von ungefähr 2 oder 3 Zentimetern. Und dann gibt es noch ein verhältnismäßig großes Vajra. Das ist ungefähr 15 cm lang, würde ich schätzen. Die sind allesamt aus Bronze gefertigt.